Guten Morgen miteinander. Sehr ein strenger Abend war gestern, aber sehr ein toller Abend war. Wir haben viele Gäste gehabt, haben uns natürlich über jeden Einzelnen sehr gefreut. Mit welchen Erwartungen, dass sie auf Frauenfeld gekommen sind, das hören wir jetzt. Was erwartest du vom heutigen Abend? Dass es lustig wird und dass wir viel lachen können und dass wir einen guten Film gemacht haben. Spannender Abend mit euren Geschichten. Ich konnte bis jetzt nie euch den Film anschauen. Ich bin immer weg und jetzt freue ich mich, dass ich heute sogar als VIP darf, da die Premiere anschauen darf. Ja, ich nehme an, ihr habt schöne Ferien verbracht und nimmt mir Wunder, was ihr so getrieben habt. Das wird sicher ein cooler Abend. Ja, ja, wenn ich euch kenne, also da wird Unterhaltung pur sein. Und sicher wieder viel Action dabei. Ja, selber auf jeden Fall. Denkst du, lernst du Michi vielleicht auch noch von einer anderen Seite kennen? Also, es überrascht mich nichts mehr. Nach dem ersten Film, da weiss ich, da wird einiges kommen. Gute Szenen, wüste Szenen. Ja, ich glaube, wird es auch gut. Und wenn man euch kennt, wie gesagt, wird geil. Ich erwarte so ein bisschen, dass es lustig wird natürlich, dass es spassig wird. Dass ich euch noch ein bisschen besser kennenlerne, wenn ihr seid in den Ferien. Und also ja, ist wirklich, ich freue mich drauf. Also wenn wir Pech haben, dürfen wir nachher nicht mehr trainieren kommen? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Dann müsst ihr vielleicht noch mehr kommen. Oh, Rebi, was führt dich hier auf Frauenfeld ins Casino? Ja, einerseits sieben tolle Jungs, die ein mega cooles Projekt gemacht haben. Und die super Werbung, die sie überall hat. Was ist da besonders ins Auge gestochen? Einfach der ganze Spass, den ihr alle miteinander habt. Und ja, es ist einfach eine lässige Gruppe. Hast du auch schon eines von diesen Lösen gekauft? 5 Stück haben wir. 5 Stück? Und wer wirst du am liebsten gewinnen? Ja, zu meinem Fitnessabo sage ich nie nein. Und zu jemandem oder zu allen von uns sagt man auch nicht nein. Tipptopp, in dem Fall viel Spass beim Film. Danke vielmals. Danke vielmals. Ciao, Marco. Und dann ist er also gekommen. Der lang erwartete Film. Und ob es nachher immer noch so begeistert gewesen sind, das sehen wir jetzt. Sie strahlen im ganzen Gesicht. Wie hat Ihnen der Abend gefallen? Das ist einmalig. Ihr seid einfach ein wunderbares Team. Und gratuliere euch zu dem Film. Wir haben alle Freude gehabt. Wir haben es auch gemerkt. Und ich hoffe, dass es nochmal einen Trip gibt im nächsten Jahr oder vielleicht auch in diesem Jahr. Das hoffen wir alle auch. Was war das Highlight vom heutigen Abend? Ja, ich würde sagen, erstens die Verlosung war lustig. Und zweitens eben der Film, den ihr natürlich uns gezeigt habt. Sachen gezeigt haben, die man eigentlich sonst nicht sieht. Und wir haben natürlich auch die Länder noch kennengelernt. Das ist auch schön. Danke vielmals und gute Heimreise. Danke, gleichfalls. Wir haben hier einen von unseren VIPs. Wie hat dir der Film gefallen? Ja, der Film war einfach super gewesen. Genau das, was ich mir erwartet habe. Lustige Szenen, gehaltvolle Diskussionen und der Engel, so wie man halt kennt, oder? Das war wirklich super gewesen, der Film. Was war dein Highlight vom Film? Ja, eure Show da mit Candy Shop am Schluss war natürlich schon recht professionell. Es hat gut ausgesehen. Der Yannick war wirklich die schönste Frau in dem Film. Den würde ich gerne aufmischen.